Und da sind wir wieder. Ja, es sind relativ kurze Episoden jetzt gewesen, letzten Mal. Lag daran, dass immer so ein bisschen hier irgendwas zu tun war und dazwischen kam. Und der Schnitt erlaubt es dann ganz gut. Von daher, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir gehen hier weiter. Das sind Ziegen. Und Adlerholz, glaube ich. Müssen wir mal so ein bisschen gucken, was er hier so entdeckt. So lang ist. Das ist komisch, ne? Ich höre welche, aber ich sehe sie nicht. Warum scheint ein Löwe oder sowas zu sein, ne? Die anscheinend platt gemacht. Aber ich sehe jetzt hier auch kein Leucht. Doch, da hinten ist das. Ist das dann so ein Leuchtfeuer oder so? Aber zumindest so ein kleines Dorf, ne? Gar nicht mal so verkehrt. Müsste dann das sein, was ich suche. Gucken, was hat er mir hier kehrt. Kapal Außenposten. Leicht. Das wäre dann was, weshalb oder womit ich dann hier dieses Gebiet einnehmen könnte. Das wäre natürlich ganz gut. Ich muss jetzt mal gucken. Jetzt mit der Eule nochmal rüberfliegen. Und gewisse Gegner markieren. Hier nirgendwo einer zu sehen. Doch, da ist einer. Da ist auch noch einer. Wenn es jetzt halt nur drei Stück sind, dann wäre das natürlich der Burner, ne? Weil dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Ich glaube, das Vieh hat sich den Flügel gebrochen oder so. Hammerhart. Aber da in der Höhle hinten schien noch mehr zu sein. Ah. Kann ja passieren. Ne, wo gehobelt wird und so, ihr kennt es ja. Also hier ist... Hier ist dann, glaube ich, dieses Ding, was Alarm schlägt, oder? Was soll das sein? Guck mal, ja, da drin ist einer. Ich glaube, sonst ist da keiner weiter, ne? So. Oh, es ist Nacht. Na gut, wir haben jetzt unseren starken Löwen dabei, der hier fleißig draufrotzen kann. Na, warte mal. Nehmen wir ihn hier lieber. Das gefällt mir besser, weil der die Gegner ja platt macht, ohne jemanden zu alarmieren. Das ist ja genau das, was ich jetzt ja eigentlich machen möchte. So, Kapal Außenposten entdeckt. Sehr schön. Ich habe nur noch ein Fleisch. Okay, warum habe ich nur noch ein Fleisch? Ich habe doch gar kein Fleisch gegessen. Was habe ich so viel dann an Utensilien, also praktisch jetzt hier
Es ist nur eine Fackel. Habe ich so viel an Köder gebastelt, dass... Das wollen wir mal gucken. Warte kurz. So. Es wünscht uns viel Glück. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich könnte nach da oben gehen. Ich muss das Fleisch essen, sonst kippen wir gleich um. Wegen Ausdauer und so. Kann ich das hier? Das sind zwei. Was hat es damit auf sich? Was soll das sein? Ach, der schläft. Ach so. Okay. Schlafenden Udam getötet praktisch. Das ist ja cool. Das mit dem Takedown ist auch echt gar nicht so verkehrt. Vielleicht hätten wir jetzt nach oben gehen sollen. Na, wir gucken. Vorsichtig weiter. Immer auf der Hut natürlich. Okay, dann gehen wir mal hier außen rum. Es sind, glaube ich, jetzt nur noch die paar. Also wenn das jetzt wirklich stimmt. Ich hoffe wirklich, dass das noch die paar sind, ne? Bleib ruhig. Ah, der schläft. Ich wusste doch, das sind noch nicht alle. Ich höre noch irgendwie ein Schnarchen. Drinnen anscheinend. Achso, das war's schon. Ich dachte, der andere wäre jetzt auch noch einer, der da lag, aber anscheinend war es eine Leiche. Sehr schön. Wunderbärchenhaft. Bevölkerung ist stark gestiegen anscheinend. Nicht gut. So. Das sind jetzt alles unsere. Sehr schön. Ein Lichtfeuer anzünden. Verlöschen. Ja. Warpati,
So. Unser Tier dreht total durch. Ach, weil hier so ein Wolf drin ist. Den hätte man dann halt auch rauslassen können, ne? So, ich schick mal mein Tierchen weg. Ist auch nochmal. Und hier vorne. Warte mal, jetzt will ich dann da oben diesen Jagdbeutel haben. So. Genau, fahren wir runter. Sag mal, ah, okay. Nichts sagen, wobenes, ja, aber. Will ein bisschen was. Okay, ich kann da nicht lang. Was ist denn das für ein dummer Mist? Also muss ich jetzt hier lang, damit ich wieder zu meinem Schlafplatz komme. Naja, gut, okay. Gibt Schlimmeres. Ah, sehr schön ausruhen. Wir brauchen ja jetzt die Ausdauer. Sehr gut. Mal gucken, was wir jetzt für einen Bonus kriegen, ne? Weil wir haben jetzt einen der ersten Meilensteine in, was die Dorfgröße angeht, haben wir geschafft. Und unseren ersten, ich glaube, das ist der erste Außenposten. Ja, wobei, nee. Wir haben schon mal so einen Außenposten gehabt. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Leuchtfeuer. Na, ich glaube, immer nur Leuchtfeuer, ne? Ja, das ist jetzt der erste Außenposten. Und da sehen wir hier, jetzt ist es halt erweitert worden, ne? Wurde hier zurückgedrängt. Naja, schon Mittel. Naja, ist nicht ohne. Aber jetzt kann ich halbwegs unbeschwert halt dahin latschen. Das finde ich ganz schön. Jetzt will ich trotzdem mal gucken. Wir haben Handwerk. Achso, immer noch das. Aber ich habe Fähigkeiten mehr dazu gewonnen. Was ist denn das? Nach dem automatisch durchsuchen. Säbelzahntiger, Braunbär, Blutfang, Säbelzahn. Ich würde gerne auf meinem Löwen reiten. Das finde ich viel cooler. Große Raubtiere zähmen. Ja, ich glaube, den sollten wir noch mal ein bisschen sparen. Dass wir das hinkriegen. Und das hier, Rothundfell. Brauche ich das nicht noch für irgendwas anderes? Hier, Eingeweidetasche, das finde ich gut. Mehr Köder und Fleisch tragen. Ja, also noch mal einen Rothund plätten und dann haben wir das. Was ist denn das hier? Unbekannter Ort. Ist aber irgendwie wie so ein. Da ist auch eine Tasche. Ach, ist das nicht das, wo dann der Bär war? Oder war das noch woanders? War das hier oben? Nee, das war, glaube ich, da oben, ne? Hier unten war die Jägerin. Das war hier oben irgendwo bei dem Typen. Da war doch hier dann dieses eine Lager an dem See, glaube ich. Weil das interessiert mich natürlich jetzt, ne? Das ist auch nicht so weit weg. Das ist mal ein Wegpunkt. Genau, da hinten ist es. Da werden wir wahrscheinlich hier hochklettern müssen. Warum weint sie denn? Achso, um die Angehörigen. Ach, ich wollte ja gucken, wie im Dorfbonus ist der. Zwei Beutel Waffenrohstoff und Nahrung. Täglich, okay. Aber ist eigentlich ganz in Ordnung, ne? Achso, ich sollte vielleicht mal ein Tierchen rufen. Da rufen wir jetzt mal was Stärkeres, ne? Ja, ja. So, und dann ein bisschen Nahkampfwaffe. Besser ist das. Ach, da ist er. Er sieht schon hübsch aus, ne? Riecht gerade irgendwie so ein bisschen verbrannt. Na ja, gut, wenn es jetzt bei mir hier im Haus wäre, würde ich es merken. Ich habe überall Feuermelder in jedem Raum. Na gut, außer der Küche. Na, dafür im Flur und im Waschraum und sowas. Dann das. Weil in der Küche habe ich das schon, na, ganz am Anfang meiner ersten Bude hatte ich in der Küche auch einen Feuermelder installiert, einen Rauchmelder. Und da war das Problem.
dass der dann bei manchen Sachen, wenn man gekocht hat oder erst gebraten hat, dass der dann auch ansprang. Und das wollte ich nicht wieder, was echt nervig ist. Was ist das? Ich guck mal kurz mit der Eule vorsichtshalber hin. Ich höre da was. Aha. Was ist das hier? Also ich habe eben einen gehört, dachte ich, aber ich sehe keinen. Oder seht ihr was? Hm. Komisch. Aber das ist jetzt nicht dieses, wo ich hin sollte, oder? Das ist noch weiter hier. Na egal, wir gehen trotzdem mal dahin, weil es interessiert mich jetzt. Bin ja neugierig. So. Kommt dann mal rauf hier. Gucken, was wir da haben. Das ist irgendwie ein Dorf, ne? Ein ehemaliges. Befestigt ist es auch teilweise. Da hinten irgendwie, ne? Oh, die werden gerade platt gemacht. Das ist immer Speerlager. Mhm. Und hier war doch irgendwo eine Beuteltasche. Hier vorne ist eine. Da. Hier soll die sein. Ah ja. Ziemlich genau getroffen. Mhm. Okay. Und jetzt müssen wir hier hin. Können wir uns ja hier runterlassen? Ich würde sagen, machen wir das mal. Ist besser, weil wir haben jetzt gesehen, da war ein Berglöwe schon wieder. Also die sind relativ häufig hier, ne? Die anderen, die sind... Okay. Ist hier irgendwas? Nee. Gut, solange diese Ziegen da rumlungern, sind die perfekte Ablenkung für den, also von mir Richtung Berglöwe. Das finde ich ganz angenehm. So. Müssen weiter runter. Ich hoffe, das ist mein Berglöwe, den ich hier gerade höre. Und nicht irgendwas anderes, was ich teilweise vermute. Haben wir ja Spurt mal so ein bisschen. So ein kleiner Spurt hier am Morgen. Kann ja ein bisschen gut tun. Okay. Die jagen da gerade. Soll niemand machen. Ohne mich. Scheiße, das ist ein Bär, ne? Oh ne, ein Wildschwein. Ich dachte jetzt schon, ne? Das ist ja so übel. So, mal gucken, hier unten drunter ist das, ne? Da vorne auf dieser Insel ist ja... Was hat mich denn jetzt gesehen? Oh nein, sag nicht, das alte Dorf ist das da hinten. Das ist das da ist. Das wäre jetzt ätzend. Hm. Hm.
Das kann ich nicht untersuchen, okay. Aber ich habe hier eine Spur und die verfolge ich. Wenn ich sie nur sehen würde. Na, hier hört sie auf, ne? Geht's vielleicht nach hier oben weiter? Ach ja. Hatte ich sogar recht. Die Spur ist nur schwach zu erkennen, ne? Oh, ein Lagerfeuer. Das gefällt mir natürlich. Belohnungslager. Was hat er denn? Warum kann ich das nicht aktivieren? Mach das mal an. Ja, ist besser. Weiß jedoch, dass es mir gehört. Ist so vollständig. Sehr gut. So. Ist auch ein Schnellreisepunkt, oder? Weiß ich gar nicht. Ich übernachte einmal kurz, weil ich möchte das halt als Schnellreisepunkt auch haben. Vielleicht wertet er das dann erst als... Wenn man einmal da geschlafen hat. Ich weiß es nicht. Bei den anderen haben wir das ja gemacht und dann war es Schnellreisepunkt. Mal gucken, wir gucken jetzt mal in die Karte. Was er da sagt. Also vielleicht, weil wir noch zu nah dran sind oder so. Oh, was ist denn das? Eine Dascherhand. Da mitten im See auch eine. Ist sehr schön. Auf jeden Fall war hier hinten irgendwo. Genau, hier war die Spur. Hier lang. Okay. Dum, dum, dum. Wurde garantiert von einem Löwen oder so gefressen, wette ich drauf. Da hinten. Was ist das da? Guck mal, da geht's weiter. Was ist das da? Gegner. Ein Beutel. Ah, gehen wir doch erstmal da hinten lang. Oder dann doch da lang? Ah, schwierig. Anscheinend lungern hier überall welche rum. Uncool. Yes. Das ist ein Haken. Ah, sehr schön. So, mal rauf hier bitte. Na los, komm schon. Puh, ätzend. Warte mal, hier war doch ein Beutel. Ich würde sagen, hatte ich doch eben gesehen. Haha. Da hinten war doch irgendwie was Rotes, oder nicht? Was ist das? Das ist eigentlich Bienenschwamm. Ah, okay. Oh, ich dachte, wir sind abgestürzt. Echt jetzt. Das ist einer davon. Nein. Na so. Müssen wir eine andere Stelle suchen. Vielleicht ist da noch einer am Leben. Und hat noch den Totem. Da können wir auch hoch, aber wir müssen hier unten lang, glaube ich. Sieht zumindest so aus jetzt aktuell.
Mist, ich höre einen Bären. Nein, ne? Nicht, er ist festgebackt hier. Ach, zum Glück. Ah, super. Ich versuche mal schnell nach oben zu kommen. Auf dem Altar. Warte mal. Wir schicken den mal kurz weg. Weil der wird die ganze Zeit nur verletzt. Es interessiert mich natürlich, welche... Ist das unserer? Nee, ne? Das ist ein anderer. Puh. Glück gehabt, würde ich sagen, ne? Kann ich hier irgendwie rauf, oder... Wahrscheinlich muss ich genau andersrum latschen. Ja, ich wette, ich muss hier hinten lang. So, das heißt, ich rufe jetzt dann doch wieder das Tierchen. Hat sich auch ein bisschen regeneriert. Weil er markiert ja zumindest die Gegner in meiner Nähe. Achso, halt, warte mal. Wo bist denn du? Hier, nimm mal das. Sieht schon krass mitgenommen aus, ne? Also, hat auch schon so ein paar Kämpfe hinter sich. So. Du siehst Gegner, bevor ich sehe. Okay. Letzter Pfeil, sagt er. Schnell dahin. Aus mal platt. Ein bisschen was abgekriegt, aber die sind halt zu feige, ne, die Kleinen. Ja, wenn der große Berglöwe hier schreit, dann würde ich an deren Stelle aber auch lieber wegrennen. So, Ziegenfell haben wir zwar, aber wir können ja eh alles eigentlich immer gebrauchen. So, kurz hier draufpacken und fertig. Yes! Okay. Dann kann ich jetzt wieder zurück, oder was? Ja, machen wir das doch gleich mal. Schnell weg hier. Kann ich dann jetzt auch so ein Totem bei mir bauen, also im Dorf? Würde ja eigentlich Sinn machen, ne? Wenn wir das da auch könnten. Dass wir so unseren eigenen Göttern ein bisschen huldigen. Also ich brauche jetzt nicht mehr schleichen. Ja genau, jetzt haben wir hier was, guck mal. Hier vorne. Okay. Haben wir zu viel. Ah. Mhm. Aber ja, schon mal gut, dass wir jetzt Nachwuchs haben. Das freut mich. Siehst du den ganzen Tag eigentlich nur um Tiere heute, ne? Die macht nichts anderes, ey. So. Mal gucken, er müsste jetzt glücklich sein. Ah. Alle krank? Okay. Was ist da los? Schon wieder sowas. Leute, ganz ehrlich, bei euch ist irgendwas nicht in Ordnung. Wenn die ganze Zeit die Viecher krank werden, ist irgendwas verkehrt. Ganz klar.
Okay. Ach, jetzt haben wir hier 3 Punkte. Siehste? Was ist das jetzt hier eigentlich? Markierungsreichweite. Aha. Dann machen wir mal das. Ich will die anderen Bestien auch dann zähmen können. So. Ja, Dachsfell, ne? Mammutfell. Ich habe keinen Bock, Höhlenbärenfell zu holen. Das ist ja ätzend. Seltenes Löwenfell. Das ist das Einzige, was fehlt. Dann könnte ich das auch noch upgraden. Und hier, ja. Aber wir können ja mal in unsere Beutekiste gucken, was da so drin ist. Bezüglich, jetzt Waffensachen, weil wir ja immer 2 Gegenstände für Waffen bekommen und so weiter und so fort. Das wäre natürlich dann ganz schön, ne? Weil dann habe ich vielleicht die Ressourcen bald zusammen. Was haben wir hier? Stapel nehmen. Ja, nehme ich jetzt mal einfach alles. Ich weiß ja gar nicht, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, aber... Ach doch, siehste. Dann haben wir das zusammen für die. Das ist ja geil. Das heißt, dann kann ich jetzt wirklich die Sachen hier bekommen. Was hat er denn hier jetzt? Ach, das ist diese zweihändige Keule. Nee, aber ich will meinen Speer verbessern. Guck mal. Derzeit das. Besonderheit, höchster Schaden beim Werfen. Und dann Upgrade 2 Schaden. Haltbarkeit 3 und Geschick. Ja gut, aber ist schon alles besser. Wow, hoi, hübsch. So, noch mehr Nordzeder, Nordschwarzstein, ja. Auch Upgrade. Da geht sogar das nächste gleich. Jaguarfell. Auch gleich Upgrade. Das ist natürlich echt cool, dass wir jetzt dann halt durch unsere Leute, anscheinend, weil die halt ja auch draußen unterwegs sind, entsprechend Sachen dafür bekommen und dann Upgrades machen können. Südahorn und Südstein. Ja, der Bogen würde mich jetzt noch mehr interessieren, ne? Aber das mit der... Hey, das sieht natürlich schnick aus. Hübsch. Das gefällt mir richtig gut. Warte, wir übernachten mal kurz. Weil unsere Ausdauer ist auch echt ein bisschen gering. Und dann haben wir den nächsten Tag und dann haben wir ja wieder 2 neue Utensilien. Gut, es sind nur 2 neue Utensilien, aber... Wer weiß. Zumindest lohnt es sich dann halt auch, wenn wir unterwegs sind, wieder zurückzukommen und zu sagen, ey, guck mal da, ich habe was gefunden. Yay. Und ich kann meine Waffe noch tödlicher machen. Ja, wir machen dieser doppelt so viel Schaden wie vorher. Und das sieht auch stylisch aus. Oh, ich mag dieses Spiel so sehr. Also jetzt ohne Scheiß, es ist nicht gespielt oder nicht gekünstelt oder irgendwas. Es ist wirklich, ich finde dieses Spiel hammeraffen geil. Darf man, glaube ich, auch sagen. So, was ist das hier? Adlerholz. Hat er jetzt nur Adlerholz geholt? Finde ich ein bisschen schade. Nahrung. Ach, das sind die Waffenrohstoffe hier. Schade eigentlich. Ich nehme mal von allem was mit. Genau, so. Und dann könnte ich ja wahrscheinlich... Wenn ich dann hier hingehe... Achso, guck mal, Pfeiler ist so gut wie gar nichts da. Machen wir mal welche. Wir können ja jetzt jede Menge basteln. Haben wir ja noch Keulen noch herstellen, alles. So. Das, was geht, Stimme. Aber warte mal. Was ist denn besser? Das ist diese Keule. Da steht nichts da, ne? Und wir können es auch nicht upgraden. Denn dann mache ich die normale Keule. Also das... Ach, das ist ein bisschen komisch. Bienenschaum. Das finde ich ganz gut. Das ist eine schöne Waffe. In der Form, dass wir ja dadurch die Gegner ablenken können. Das geht noch nicht. Der Speer sieht so hammer aus. Sehr, sehr cool. Diese Höhle ist echt so ein bisschen spooky. Aber okay.
Tja, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zogger.